Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu unserem heutigen Vortrag Alpha Zero, wie künstliche Intelligenz die Art, wie wir investieren, verändern wird. Bevor ich auf das eigentliche Thema zu sprechen komme, werde, erlauben Sie mir ein paar Worte zu mir, zur BAW Finanz AG, für die ich hier und heute das Wort habe. Wir sind eine Gesellschaft, die seit mittlerweile 12 Jahren am Markt fungiert. Wir haben uns Mitte des Jahres 2008 gegründet, in die Finanzmarktkrise damals hinein. Das war nicht immer damals so witzig, aber es hat sich bis heute, ich denke, für uns und für unsere Kunden alle mal ausgezahlt. 1200 Kunden betreuen wir heute. Mehr als 650 Millionen Euro wurden uns anvertraut. Und wir sind darum bemüht, diesen Job auch möglichst gut zu machen. Bisher ist uns das, denke ich, auch gelungen. Das sehen Sie an den exemplarisch hier gezeigten Auszeichnungen. Genug dazu, genug zu uns. Kommen wir auf das eigentliche Thema zu sprechen. Und damit ich Ihre Aufmerksamkeit habe, denke ich, beginne ich bewusst mal von hinten und präsentiere Ihnen die eigentlichen Ergebnisse, die da lauten: Künstliche Intelligenz, Deep Learning wird die Art, wie wir investieren, nachhaltig und in relativ kurzer Zeit verändern. Davon betroffen sein werden vor allem die Ratgeber, also die Relationship Manager, die Kundenberater. Es ist weniger ein Thema, vor dem aktive Manager Sorge haben müssten, wobei sie deswegen trotzdem aus unserer Sicht keinen wirklichen Grund zur Freude haben. Das Gute für uns: wir werden zukünftig mehr Freizeit haben. Die Frage stellt sich, ob wir in der Lage sind, damit umzugehen. Das sind zugegeben relativ provokante Thesen. Diese möchte ich Ihnen aber jetzt näher bringen, diese möchte ich Ihnen erläutern und beginnen mit folgendem Thema, nämlich mit 3 Fragen. Zum einen: was ist künstliche Intelligenz? Darüber hinausgehend, wichtiger noch und deswegen auch zu Beginn zu behandeln: wie investieren wir eigentlich heute? Heißt konkret, welche Möglichkeiten gibt es? Welche nutze ich? Wer informiert mich darüber? Auf wen höre ich? Und dann die beiden Aspekte zusammengetragen, nämlich: wie wird künstliche Intelligenz die Art, wie wir heute investieren, vermutlich verändern? Meine Erfahrung ist, dass man solche Veränderungen, ausgehend ja von der Gegenwart, in die Zukunft besser versteht, wenn man erstmal einen Blick in den Rückspiegel richtet, also in die Vergangenheit. Das möchte ich zu Beginn auch gerne tun, denn diese darf man aus meiner Sicht nicht außer Acht lassen. Nur ist die Frage immer: wenn ich in die Vergangenheit schweife, wie weit sollte ich zurückgehen? Sind es 100 Jahre? Da sage ich eher, in der Investmentwelt sind das wirklich, wirklich, wirklich riesige Gräben, die es dann zu überbrücken gilt. Also ist es vermutlich eher dann zu weit. Sind es eher 10 Jahre? Wahrscheinlich zu wenig, um daraus sinnvolle Trends ableiten zu können. Also irgendetwas dazwischen ist vermutlich der richtige Weg. Wann wollen wir beginnen? Ganz konkret: ich will vorstellen, das Jahr 1975. Warum? Weil aus unserer Sicht es sinnvoll erscheint, die Vergangenheit viel mehr einzuteilen in Generationen. Und eine Generation erfordert eben dann den Blick auf 25 Jahre, wird regelmäßig als ein Zeitraum von 25 Jahren auch beschrieben. Damit könnten wir potenziell beginnen 1950 oder 1975. Und die folgenden Beispiele sollen Ihnen verdeutlichen, wie weit die jeweiligen Jahre dann doch aus heutiger Sicht bereits zurücklegen. Welche Begrifflichkeiten, welche Gegenstände man auch gar nicht kannte. 1950 war das Farbfernsehen sehr unbekannt. Man kannte nicht mal die NASA. Das heißt, viele Dinge, auch so etwas wie das Wunder von Bern, waren noch unbekannte Größen. Deswegen wir sagen, das ist schon ziemlich weit weg, zu weit weg. Näher dran und weit genug weg ist das Jahr 1975. Da sehen Sie auch einige Aspekte: Fall Warschauer Pakt, Berliner Mauer, das heißt der entsprechende Fall der Berliner Mauer. Das kannte man damals auch noch nicht. Man kannte auch die CD nicht, man kannte Apple noch nicht, als Begrifflichkeit zumindest mal den neuen Markt. Also weit genug weg, aber dann doch wiederum nah genug dran, um es verständlich zu machen. Hier sehen Sie diese Generation 1975 bis 2000 abgetragen, unterteilt nochmal in der Mitte durch eine halbe Generation, und an die Startlinie begeben sich 2 große Investoren, 2 Giganten des 20. Jahrhunderts. Auf der linken Seite tritt
einmal hier in den Ring Warren Buffett als Inbegriff des aktiven Investors, rechts John Jack Bogle, vielen wahrscheinlich von Ihnen bekannt, ist der Begründer von Vanguard als Stellvertreter für das passive Investieren. Und die hier abgetragene Zeitfolge ist nichts anderes als dem Annual Report von Berkshire Hathaway entnommen. Von 75 bis 87 sehen Sie hier, wenn wir dort einen Schlussstrich, einen Summenstrich drunter ziehen, gibt es nur einen Sieger und der lautet Warren Buffett. Und zwar ist das nicht nur irgendein Sieg, wenn man sich Zahlen anguckt, was wurde aus 100 Dollar, was für eine Rendite hat der eine Ansatz wie der andere erwirtschaftet, ist das, denke ich, sagen zu können, ein klarer K.O.-Sieg für Warren Buffett, für den Inbegriff des aktiven Investors. Gehen wir auf die rechte Seite, machen gleiches nochmal ab dem Jahr 88 bis in das Jahr 99 hinein. Dann sieht man erneut Vorteile für Warren Buffett, erneut Vorteile für den aktiven Investor, nicht mehr ganz so ausgeprägt wie vorher, aber doch noch zu erkennen. Erneut kann man hier also sagen, klarer Sieg für den GOAT, für den Greatest of All Time. Das war das vorherrschende Klima damals. Es gab nicht nur Warren Buffett, es gab auch andere Helden wie Peter Lynch, wie Sir John Templeton, wie George Soros. Und aufgrund dieser Heldentaten war es wenig verwunderlich, dass um die Jahrtausendwende herum der vorherrschende Ansatz ein aktiver war. Es gab zwar bereits die Möglichkeit, passiv zu investieren, aber sie war nicht in großer Zahl vorhanden und sie wurde auch nicht in großer Zahl genutzt. Das jedoch änderte sich um die Jahrtausendwende. Erneut der Zeitstrahl, diesmal beginnt im Jahre 2000, endend im Jahre 2025. Die gleichen Protagonisten steigen in den Ring. Angefangen von dem Jahre 2000 bis 2012 sehen Sie hier linksseitig wieder den Kampf aktiv gegen passiv. Erneut kann man sagen, ist der Kampf zugunsten des aktiven Investors ausgegangen, aber es war schon deutlich knapper. Und es war vor allem einem starken Start geschuldet. Warren Buffett ist gut aus den Startblöcken gekommen. Hinten raus wurde es immer schwieriger, was man auch daran erkennt. Auf der rechten Seite, wenn man diesen Trend fortsetzt, bis in das Jahr 2019, dass das erste Mal dem passiven Ansatz gelungen ist, hier den Sieg davon zu tragen. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, denn hier vergleicht sich passiv mit dem ja gemeinhin größten aktiven Investor aller Zeiten. Also tendenziell eher pro passiv denn aktiv. Diesen Trend kann man auch an anderer Stelle gut erkennen. Hier sehen Sie die Nettomittelzuflüsse in die jeweiligen Strategien, aktiv blau, passiv orangefarben abgetragen. Und da sieht man so bis zum Jahre 2010, von den reinen Volumenzahlen her, war das ungefähr noch gleich in der jeweiligen Entwicklung. Nach Ende der Finanzmarktkrise aber exponentiell stärker im Bereich der passiven Investitionen verglichen mit den aktiven, sodass wir heute vor Corona bereits ungefähr die Parität in Amerika beobachten konnten. Nach Corona sind wir bereits angekommen, mehr passiv versus weniger aktiv. Sodass wir bis dato sagen können, welche Möglichkeiten gibt es, welche Möglichkeiten werden genutzt. Immer mehr passive Alternativen werden gesucht, werden geschaffen, werden genutzt zulasten der Aktiven. Erster Aspekt. Zweiter Aspekt, wie investieren wir, auf wen hören wir, wer gibt uns den Rat vor, auf wen, wie gesagt, vertrauen wir. Hier sehen Sie das Beispiel des Templeton Growth Fund. Sie sehen, dass speziell in den Jahren 61 bis 71 es sich dabei noch um ein recht kleines Investmentvehikel gehandelt hat, verglichen mit 81, 91 gar nicht vergleichbar war. Also irgendwas scheint speziell von 71 bis 81 dort stattgefunden zu haben. Net Assets 71 waren 8 Millionen, Net Assets 81 waren 751 Millionen. Also irgendwas hat stattgefunden und das wird vermutlich nicht nur an der guten Leistung von Sir John gelegen haben. Tatsächlich war es einem Menschen geschuldet, Jack Galbraith, ein ehemaliger Pilot, der sich dann Vollzeit auf das Thema Vermarktung des Templeton Growth Fund konzentriert hat, das sehr gut gemacht hat. Und dieses Gespann aus Sir John und Jack Galbraith war dann sehr, sehr erfolgreich, absolut wie auch relativ gesehen. Das heißt, der Ratgeber Mensch ist mindestens genauso wichtig gewesen wie der Erfolg des eigentlichen Investments auf der Renditeseite. Und das ist, denke ich, das, was man bis heute auch wirklich sagen kann.
Fassen wir zusammen, 2000 bis 2025, welche Möglichkeiten gibt es, welche nutze ich? Es war mal stärker aktiv, stand heute ungefähr gleich verteilt in den USA schon mehr passiv denn aktiv. Und ich meine sagen zu können, dieser Trend wird sich fortsetzen, denn es ist ein Trend, der ohne das Zutun von KI oder Deep Learning bisher und heute auch gelaufen ist. Darüber hinausgehend, wer hat mich darauf aufmerksam gemacht, auf wen höre ich, wem vertraue ich? Das war bis hier und heute ein rein menschliches Thema, eine rein menschliche Angelegenheit. Der Ratgeber Mensch war hierdurch nichts zu ersetzen. Und damit sehen Sie auch schon die Ausgangslage für den nächsten Part, nämlich für das Thema künstliche Intelligenz. Was ist es überhaupt? Nun, künstliche Intelligenz, Deep Learning, ist im Grunde der Versuch, menschliche Intelligenz in einer Maschine nachzubilden. Dafür gab es lange Zeit zwei Ansätze. Einmal den Ansatz, das ist der zweite Teil, der Ansatz regelbasiert, Teil 1, und der Ansatz der neuronalen Netze, das ist Teil 2. Der regelbasierte Ansatz war im Grunde der Ansatz, der über Jahrzehnte hinweg von Vorteil zu sein schien. Also Regel heißt, wenn A, dann B, das gibt man der Maschine auf, das möglichst häufig. Und dann sollte das entsprechend hinten daraus auch gut funktionieren. Das Problem nämlich am neuronalen Ansatz war, er braucht Unmengen an Daten. Also versucht wird dann beim neuronalen Ansatz, diese unterschiedlichen Schichten, Gehirnschichten nachzubilden, sie zu verketten. Dafür brauche ich ganz viele Daten. Ich brauche eine hohe Rechenkapazität. Und ich brauche sinnvolle Trainingsmöglichkeiten, damit diese Neuronen sich auch miteinander verbinden können, zwischen diesen entsprechenden Schichten auch dann laufen können. Deswegen war das so immens schwierig, diesen Ansatz wirklich nach vorne zu entwickeln. Das ist aber mittlerweile der Fall. Das heißt, spätestens seit 2012, wo dieser Vorteil klar zutage getreten ist, der Vorteil der neuronalen Netze verglichen mit diesen entsprechenden Logikprinzipien an anderer Stelle, dem regelbasierten Ansatz, seitdem ist das Rennen im Grunde entschieden. Und dieser Ansatz dieser neuen neuronalen Netze, das beschreibt Deep Learning. Was kann Deep Learning bereits heute? Nun, Deep Learning, wie Sie sehen, kann und vielleicht auch wissen, Spiele spielen. Das hier ist das Beispiel des Spiels Go. Das ist ein recht komplexes Spiel, ein sehr altes, ein sehr komplexes Spiel, weswegen aufgrund der Komplexität man lange Jahre nicht davon ausgegangen ist, dass ein Mensch oder vielmehr, dass eine Maschine einen Menschen wird schlagen können. Man ist aber jetzt klüger, man weiß, es gab und gibt eine Maschine, die heißt AlphaGo. Die wurde genau auf diesen Zweck hin programmiert. Die hat das erste Mal im Jahr 2015, dann fortfolgend im Jahre 2016 und schlussendlich im Jahre 2017 den Weltmeister des Goes entthront. Und das, ich denke, das kann man so sagen, auf brutale Art und Weise. Also es hat den Menschen keine Chance gelassen. Also, diese Systeme können heute bereits Spiele spielen und nicht nur das, sie können diese Spiele auch gewinnen. Ein weiteres Beispiel, was KI bereits heute kann. Jetzt muss ich mal nach vorne greifen. Sehen Sie es mir nach. Und Ihnen ein Beispiel zeigen. Artificial Intelligence, AI first. 第一次来到中国，我非常高兴。 Das war Donald Trump. Er kann nicht wirklich Mandarin sprechen, aber das System hat über Monate und Jahre hinweg seine Art zu sprechen angeschaut, hat daraus gelernt und war in der Lage, seine Art zu sprechen in eine andere Sprache, auch von der Tonalität her zu übersetzen. Das heißt, wie Sie gesehen haben, es kann eine Sprache sprechen. Deep Learning kann auch Sprachen verstehen. Deep Learning kann nicht nur das, es kann Gesichter erkennen. Face ID. Auch das immer besser werden, trotz, ja, zum Beispiel Corona und der Pflicht zur Mund- und Nasenbedeckung. Es kann Ihnen Dinge empfehlen, das kennen Sie auf YouTube, das kennen Sie auf anderen Themen. Wenn Sie mal ein Buch gekauft haben, tauchen ganz viele verschiedene Empfehlungen da auf. Kunden, die das gekauft haben, haben auch sich für Folgendes interessiert. Das alles kann Deep Learning bereits heute. Das ist natürlich stark aus dem Kopf herausgeboren. Deep Learning kann aber mehr, auch bereits heute mehr als das. Auch das möchte ich Ihnen nochmal kurz in Form meines Videos zeigen. Okay, so this year we've got the first time we've put the robots actually on a vehicle that's carrying a swarm through the field.
up until this point, we were only picking on a rail system to simulate how a vehicle would move them. But now the vehicle is actually taking the robots through the field, and we're getting close to having a commercially viable product that we're going to get out in the marketplace, probably in the next 2 years. So one of these platforms, when it's fully populated with all 16 robots on it, it will be capable of picking about 8 acres or more in a day over a 20-hour pick cycle. So we should be able to cover in a 3-day cycle about close to 25 acres. So the rule of thumb in strawberries is you need at least one person per acre. So one of these platforms would probably replace somewhere between 25 and 30 people. Replacing people is relative, because right now the people are leaving and not doing this type of work anymore. We're relying more and more on the guest worker program to recruit workers, and that is going to shrink and go away in the not too distant future as well. So the people that remain in agriculture will have an opportunity to come to work as engineers, as technicians, people that are going to keep these machines running. Sehr schön. Also das soll Ihnen mal zeigen, Sie können nicht nur Spiele spielen, Künstliche Intelligenzen in der heutigen Zeit, Sie können auch bereits einfache körperliche Tätigkeiten verrichten. Das war ein Beispiel einer Erdbeerpflückmaschine. Sie können auch viel mehr als das, was Sie hier sehen. Sie können Kredite vergeben, Sie können Versicherungspolicen ausstellen, Sie können viel, viel mehr. Einige Beispiele sehen Sie dort auf der rechten Seite. Wagen wir nun da mal aufbauend entsprechend dann den Blick in die Zukunft. Dafür bitte ich Sie, sich Folgendes vorzustellen. Stellen Sie sich bitte eine Person vor, die immer an Ihrer Seite ist, die jede Handlung von Ihnen beobachtet und dabei auch ziemlich genau weiß, was Sie fühlen, also auch Ihre Emotionen in der Lage ist, dabei entsprechend dann zu greifen. Das heißt, eine solche Person weiß eben auch ziemlich genau, was sie gekauft haben, wie sie sich dabei gefühlt haben, was sie gerne essen, was sie gerne trinken, wann sie ins Bett gehen, wie es ihnen dabei geht und. Kurzum, diese Person kennt sie vermutlich besser als jede andere Person auf der Welt. Besser als ihre Frau sie kennt, besser als ihre Kinder sie kennen wird und vermutlich auch besser als sie sich selbst kennen. Diese Person ist darüber hinausgehend ein ausnehmend guter Zuhörer. Spricht, wenn sie spricht, mit einer Stimme, die ihnen vertraut ist, in einem angenehmen, wenn sie es wollen, sanften Ton. All das ist die Person zukünftig an ihrer Seite. Nun gucken wir mal, so eine Person, angenommen es gäbe diese Person, welche Bedeutung hätte diese Person denn für ihr Leben? Sie können ihr einen Namen geben, Sie können ihr eine Funktion zuweisen. Wichtig ist aber wirklich, welche Bedeutung hätte diese Person für ihr Leben? Ich wage zu behaupten, diese Person wäre einem Freunde gleich. Vielleicht sogar einem guten oder ihrem besten Freund. Und dann bitte ich Sie, sich die folgenden Fragen mal wirklich vor Augen zu führen und ehrlich zu beantworten. Wenn diese Person dann an Ihrer Seite ist, würden Sie einen Urlaub buchen ohne diese Person? Würden Sie auf den Rat Ihres Autohändlers hören, wenn oder bevor Sie diese Person befragt haben? Und wenn diese Person Ihnen dann einen anderen Rat gibt, würden Sie dann trotzdem auf den Autohändler hören? Übertragen auf die Geldanlage. Wenn diese Person sich auch darum kümmert, auf wen würden Sie eigentlich hören? All das klingt ganz weit weg. Dieses beste Freunde-Theorem klingt ganz, ganz weit weg. So weit weg ist es aber gar nicht mehr. Was Sie hier sehen, ist eine Nachricht von Ende September, lanciert von Amazon, was genau das verdeutlicht. Amazon ist bereits in Teilen dort mit dem Sprachassistenten Alexa. Alexa sollen Sie bereits in der früheren, eher jüngeren Zukunft einbinden können in einfache Gespräche im Haushalt. Alexa soll sowieso noch viel mehr können. Drohnen sehen Sie hier auch in entsprechender Mitteilung. Kamerabilder sollen entsprechend dann weitergereicht werden und. Das heißt, diese beste Freunde-Theorie ist so weit eben nicht weg von all dem, was wir denn glauben. Es stellt sich die Frage, wie viel Zeit haben wir denn eigentlich noch, bis der beste Freund an Ihrer Seite Realität werden wird? Wie viel Zeit bleibt uns?
Nun, KI, Deep Learning, diese ganze Entwicklung ist nicht dafür gedacht, uns mehr Zeit zu geben. Und während andere Entwicklungen früher, also umwälzende Entwicklungen, disruptive Entwicklungen über Generationen hinweggelaufen sind, wird KI, wird Deep Learning vermutlich nur in einer Generation Platz greifen und das allumfassend. Fassen wir bis dahin zusammen, richten wir den Blick aufbauend auf 2025, auf das Jahr 2050, also die dann kommende Generation. Welche Möglichkeiten gibt es? Wie investieren wir? Hier sehen Sie, dass die Bedeutung des aktiven Investors immer geringer werden wird. Diese Entwicklung ist sogar ziemlich sicher, weil sie braucht keine künstliche Intelligenz. Sie braucht im Grunde nur Krisen. Nach jeder Krise wird es vermutlich mehr passive Investoren geben. Denn Aktive, schauen Sie mal in Ihr Portfolio, in Ihr Bestand hinein, wie viele Aktive auch dieses Mal im Rahmen von Covid wieder enttäuscht haben. Und von daher ist es eine Automatisierung, dass man dann mehr in den Bereich der passiven Investoren geht und berät. Und Beratung ist eben das, was ja bisher menschlich gewesen ist, wo der Ratgeber Mensch im Grunde durch nicht zu ersetzen gewesen ist. Nur genau hier wird aus unserer Sicht KI ansetzen. Das heißt, sie wird eben, bester Freund Theorie, den Menschen immer mehr das Feld abgrasen. Sie wird Luft lassen. Aber der Ratgeber Mensch wird immer mehr durch die Maschine, bester Freund, aus unserer Sicht ersetzt werden. Also fassen wir zusammen. Im Grunde das, was Sie bereits am Anfang auch gesehen haben. Das heißt, ja, KI wird die Art, wie wir investieren, nachhaltig und in kurzer Zeit verändern. Sie wird vor allem den Ratgeber Menschen betreffen. Weniger den aktiven Investor, doch auch der hat wenig Grund zur Freude, denn es wird immer schwerer für ihn, sich gegen diesen Trend des passiven Investierens wirklich zu behaupten. Dennoch gibt es die Möglichkeit, und dafür werben wir auch. Beschäftigen Sie sich rechtzeitig, am besten gleich heute, gleich morgen mit diesem Thema. Wir, das darf ich für unser Haus sagen, tun das bereits seit langer, langer Zeit, immer mit dem Ziel, dass wir dauerhaft eben diese Existenzberechtigung haben werden, dass wir sowohl dauerhaft zu den aktiven Investoren zählen werden und dass wir dauerhaft auch dann entsprechend nachgefragt werden, als Ratgeber Mensch nachgefragt werden. Wir sind da guter Dinge, wir haben verschiedene Strategien, die auch jetzt durch die Covid-Zeit sehr gut hindurchgekommen sind. Frei nach unserem Motto, versprochen gehalten. Soweit, so gut. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen zu diesem Vortrag haben, zu dem allgemein gehaltenen Thema Künstliche Intelligenz, treten Sie bitte jetzt im Verlauf des Chats, den ich gerne dann auch im Nachgang eröffnen möchte, an uns, an mich heran. Wir stehen dort sehr gerne mit Rat und Tat zur Seite. Vielen Dank.